Freunde, alles klar. Sehr schön, dann begrüße ich euch zur 36. Folge U-Boat. Lange, lange ist es her, Freunde, dass wir das letzte Mal U-Boat gespielt haben. Es tut mir auch unfassbar leid. Ich weiß, ich hatte es euch immer und immer wieder versprochen gehabt. Ich hatte dann halt auch Probleme, dass ich das Spiel nicht zum Laufen bekommen hatte. Und ich habe es vergessen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es dann auch einfach vergessen. Trotzdem möchte ich es jetzt wieder regelmäßiger bringen, weil ich liebe dieses Spiel einfach. Es hat so viel Potenzial und die Entwickler stecken da so viel Liebe rein. Und es macht mir einfach Spaß. Und das ist ja auch ein Sinn eines Spieles, ne? Dass es Spaß macht. Ihr wisst, ich liebe die deutschen U-Boote und habe Silent Hunter damals wirklich gefeiert und ja, U-Boot macht das alles wirklich sehr, sehr gut. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind in La Rochelle. Wir mussten wieder bei Null anfangen. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht mal schlimm. Kleines Update für euch. Es gab massiv Updates in dem Spiel. Es gibt jetzt U-Boot-Bunker in dem Spiel. Es gibt jetzt die sogenannten Hedgehogs. Das sind so, ja, wie soll man die beschreiben? Solche Wasserbombenmörser. Ich glaube, das ist die beste Bezeichnung, ne? Also das sind wirklich so Wasserbombengranaten, die wirklich aufs Wasser draufgeschossen werden. Und die auch in verschiedenen Distanzen explodieren können. Sehr, sehr gefährlich. Allerdings gab es die erst ab 43. Das bedeutet, jetzt hier Anfang des Krieges sollten wir sie eigentlich noch nicht sehen. Also im Verlauf des Krieges wird das auf jeden Fall sehr, sehr ernst. Und ja, wie gesagt, wir sind La Rochelle. Hier sollte ja dann normalerweise der riesengroße U-Boot-Bunker stehen. Der ist ja aber auch erst ab 42 gebaut worden. Wir sind jetzt hier 1941. Ich glaube, Januar werden wir gleich sehen. Und deswegen ist der jetzt hier noch nicht da. Helgoland wurde ja auch modelliert. Habe ich natürlich direkt mal gleich geguckt. Leider ist die Lange Anna nicht da. Der U-Boot-Bunker ist aktuell auch noch nicht da. Der ist ja auch dann später gekommen. Also ich bin mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben, ob die U-Boot-Bunker dann wirklich einfach aufploppen und dann da sind, ab einem gewissen Zeitpunkt, oder ob man dann wirklich sieht, wie sie gebaut werden. Das würde ich natürlich mega feiern, aber kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das umgestellt haben. Und was ihr hier auch seht, ja, Schnee. Es ist Schnee. Oh, wir atmen auch kalt, ne? Also man sieht auch unseren Atem. Also das haben sie auch geändert, dass wir jetzt hier wirklich verschiedene Wetterszenarios sieht, ne, also hier Schnee überall und sowas, das finde ich wirklich cool. Ich bin mal gespannt, ob man vielleicht dann auch mal so Eis am Schiff sieht und sowas. Das würde ich natürlich auch feiern. Kann ich mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Achso, eine Sache noch. Meine Kanalmitglieder, also die wirklich den YouTube-Account abonniert haben und dann halt hier wirklich 1,99 im Monat bezahlen, die sind jetzt auch mit an Bord. Ne, so als kleines Dankeschön, dass ihr da wirklich jeden Monat mich unterstützt. Und da ist das wirklich für mich nur, ja, so ein kleiner Dank. Oder für mich selbstverständlich, das ist das, was ich sagen wollte, dass ihr natürlich auch allesamt mit an Bord sein dürft. So, das U-Boot, wie gesagt, habe ich schon beladen. Wir müssen uns nur eine Mission abholen. Dann laufen wir natürlich mal zu dem, ach, wie hieß er denn? Klaus, ne? Ich glaube, Klaus Schmidt hieß er, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja, Klaus Schmidt. Wir haben noch gar keine Patrouillenfahrt jetzt in dem neuen Update gemacht. Wir haben jetzt wirklich das Spiel auch komplett neu gestartet. Schwierigkeit habe ich auf Mittel gelassen. Also wir haben jetzt Realismus circa, glaube 52% oder 55%. Ich habe die KI auf Mittel gelassen, um einfach zu schauen, wie sehr sie sich verbessert hat. Weil sonst haben wir einfach keinen Vergleich. So, wir schauen mal. Es gibt auch ein paar neue Missionen, die ich gesehen habe. Also, wir haben hier Angriff auf Scarba Flow, kennen wir schon. Nein, leider haben sie noch keine neuen Schlachtschiffe reingebracht. Das finde ich wirklich sehr schade. Also, was Schiffsabwechslung angeht, da müssen sie auf jeden Fall noch nachreichen oder nachlegen. Also, da muss wirklich noch mehr kommen, dass hier wirklich deutlich mehr Schiffe in das Spiel investiert werden. Und ja, also das stört mich massiv, dass wir wirklich keine große Anzahl an verschiedenen Schiffen haben. Bergung einer Enigma haben wir auch schon gemacht. Passage durch die Straße von Gibraltar haben wir auch schon gemacht. Die ist neu. Rettung, Kommandore der Kriegsmarine und Minenlegen. Finde ich auch sehr interessant. Meerenge von Gibraltar. Also die zwei Sachen, die würde ich auf jeden Fall nach und nach machen. Ich würde sagen, wir fangen hiermit an. Vielleicht nächste Folge dann wirklich schon mit Minenlegen weitermachen. Also, ein sehr einflussreicher Kommodore, der Kriegsmarine ist seit Beginn des Krieges auf einem internierten Schiff im spanischen Hafen von Vigo gefangen. Er verfügt über ein umfangreiches Wissen über unsere Operation und wir können nicht zulassen, dass die britischen Geheimagenten an ihn herankommen. Ihr Auftrag lautet, treffen Sie sich mit dem internierten Schiff im Hafen von Vigo, nehmen Sie den Offizier an Bord und bringen Sie ihn sicher ins Reich zurück. Okay,
treffen sie sich mit einem... Ja, das haben wir ja gerade vorgelesen. Okay, was kriegen wir? Marineakademie, okay. Das ist neu, das kenne ich auch noch nicht. Offizier im Hauptquartier, das ist natürlich auch sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir. So, ich habe jetzt auch mal an meinem Grafiktreiber ein bisschen rumgespielt, weil ich hatte immer das Problem, dass ich so ein körniges Bild hatte. Also es hat immer so gekrisselt. Das hat mich massiv gestört. Habe jetzt endlich den Punkt gefunden, wo das jetzt endlich weg ist. Und ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied seht. Ich sehe auf jeden Fall einen enormen Unterschied, dass das Bild wirklich jetzt richtig schön klar und scharf ist, so wie es sein soll. So, dann gehen wir hier auf U96. Ich wollte eigentlich U46 oder U48 ist das hier im Spiel, nehmen, weil da hätten wir dann wirklich ab dem 1. September 1939 gespielt. Ich habe das aber mit dem Turmwappen noch nicht hinbekommen. Also ich muss mich da auch, was das Modden angeht, erstmal wieder reinlesen und reinfuchsen, dass ich da das bei den anderen U-Booten auch ändern kann. Deswegen habe ich jetzt hier wieder U96 genommen. Wir sind hier, 16. Januar 1941 unterwegs. Und ja, ich hätte es gerne wirklich mal von Anfang an gespielt, weil gerade, ne, zum Start des Krieges hatten die U-Boote natürlich Narrenfreiheit. Also da gab es kaum Geleitzüge. Da konnten sie halt wirklich die Schiffe einfach so angreifen. Deswegen haben ja auch die Schiffe hier noch die Bordkanonen. Die wurden ja dann im Laufe des Krieges abmontiert, weil sie einfach nichts mehr gebracht haben. Sie sind ja wirklich anfangs wirklich mehr über Wasser gefahren und haben die Schiffe halt wirklich hauptsächlich mit den Bordgeschützen attackiert. Erstens, weil Torpedos saumäßig teuer waren und zweitens, gerade zum Anfang des Krieges, hatten sie natürlich auch übelst viele Ausfälle, was die Torpedos anging. Ja, also die typische oder die bekannte Torpedokatastrophe, die es da gab. Und ja, deswegen hätte ich gerne mal wirklich den Krieg von Anbeginn bis Ende gespielt. So, das haben wir. Wir werden natürlich jetzt hier erstmal unseren Kurs berechnen. Ich muss erstmal gucken, wie das nochmal ging. Ah ja, so war das. So, so, so und so. Jetzt ist natürlich... Ah ja, optional bleiben sie unentdeckt. Ich wollte gerade fragen, können wir jetzt einfach so in den Hafen reinfahren oder eben nicht? So. Ach, er ist schon wieder unten. So, dann will ich euch natürlich auch mal zeigen, dass ihr Kanalmitglieder auch wirklich hier an Bord seid. Hier ist der TD-Star. Grüß dich, TD-Star. Achso, was ich da auch dazu sagen möchte, Freunde. Ich habe euch jetzt nicht optisch angepasst. Also optisch habe ich alles so gelassen, wie sie vorher eingestellt waren. Ich habe wirklich nur die Namen geändert. Also seid bitte nicht beleidigt, falls ihr eventuell anders aussehen solltet oder euch gestört fühlt, dass ihr so ausseht. Wie gesagt, ich habe die Einstellung einfach so gelassen. Das ist unser Harry. Und einfach wirklich nur die Namen geändert. Also hier Sirius, ich weiß nicht, ob du eine echte Glatze hast. Hier im Spiel hast du jetzt eine. Vielleicht hast du ja später mal eine, man weiß es nicht. Ne, vielleicht ist das der Sirius 05 in der Zukunft. Der Firsty ist am Putzen. Der macht's richtig, so möchte ich das sehen. Wen haben wir hier noch? Den Zölli 112, den Bunter Schuh, der Altbier King, der Raymond Haha. Mit Pfeife, das passt sogar, weil mit Rayman habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt gehabt und das ist ein richtig starker Kettenraucher. Also das passt wirklich sehr gut. Ich hoffe, Rayman, es gefällt dir so, wie du bist. Dann haben wir hier den Nico V8, den Quaken. Ja, da müssen wir nochmal gucken. Es kann sein, dass dein Name einfach zu lang ist und deswegen nicht komplett angezeigt wird. Da muss ich... Oh, das ist neu. Das will ich nochmal machen. Das will ich nochmal machen. Komm, geht durch. Sehr cool. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Das hatten sie sonst nicht drin. Das haben sie echt geil gemacht. Ich bin begeistert. So, TD ist da, hat mir schon... Ja, den Panda-Bär, den müssen wir auch nochmal umändern. Oh, The Game auch. Also, ich habe herausgefunden, dass das Spiel die Leerzeichen nicht mag. Deswegen machen wir das jetzt mal schnell. Hoppla, falsche Taste. Wir ändern das mal kurz schnell ab. Also, ihr seht es hier. Ihr seid alle mit dabei. Außer, ich sag mal, die Kanalmitglieder, die auch Moderatoren sind, weil die werden jetzt früher oder später dann als Offiziere nach und nach wieder reinkommen. So, Altbeking haben wir. TD Star passt. Alpha Squadron passt auch. Der Firsty. Hier, den festlichen Quaken. Da müssen wir die Leerzeichen mal wegmachen. So. Dann haben wir noch den Lindemann, den müssen wir auch nochmal bearbeiten. Da ist nämlich auch ein Leerzeichen mit da drin. So.
und der Panda-Bär. Da müssen wir auch nochmal. Und The Game war ja auch noch. The Game war auch noch dabei. So. Wo ist dann der The Game? Da. The Game, ich mach bei dir einen Bindestrich, weil sonst sieht's so komisch aus. Das müsste auch funktionieren. So. Okay, dann haben wir das alles. Da müssten eigentlich auch alle wieder namenstechnisch auf dem richtigen Stand sein. Ja, das sieht gut aus. Okay. So. Dann schauen wir uns das alles mal an. Der Firsty. Da blinkt sie. Erkennt man auch sofort. Ach, grafisch hat sich nochmal ein bisschen was getan. Und das liegt halt wirklich an meinen Grafikeinstellungen. Dass es jetzt alles wirklich so unfassbar scharf ist. Das finde ich sehr gut. Wer bist du? Der Rayman, okay. Der Lindemann, jetzt passt der Name. Die McLotte, oder der McLotte, sorry. Berserker Wolf. TD ist da. The Game. Der Panda B98, ja, jetzt passen die Namen. Hallo. So. Ja, also grafisch hat mir U-Boot ja schon generell immer sehr gut gefallen. Kommt ja jetzt auch eine VR-Version. Ich hoffe ja, dass die eventuell dann irgendwann auch mal für die Konsole kommt. Mit der PSVR 2, das würde ich mega feiern. Oder dass halt die PSVR 2 irgendwann einen Mod bekommt, dass man sie auch auf PC benutzen kann. So, jetzt passt das hier. Jawohl, Altbier King, das haben wir auch. Nico V8 und hier entfesselten Quaken. Jawohl, Namen passt. Wo ist dann unser Harry schon mit dahin? Du sollst nicht als Pause machen, du faules Ding. Sieh zu, dass du die Torpedos hier scharf machst, beziehungsweise vorbereitest. Überlegt euch mal, ne, dass die Mannschaft hier wirklich auf den Torpedos geschlafen hat. Ich war ja letztes Jahr, war ich ja mehrfach in Bremerhaven. Ihr wisst ja, ich habe ja einen Zweitwohnsitz in Cuxhaven. Und Bremerhaven ist ja nicht weit weg. War ich da auch ein paar Mal wieder auf der Willem Bauer Toiletten. Die sollen wohl jetzt auch funktionieren, beziehungsweise dass die Crew halt auch wirklich die Toiletten benutzt. Unser Lager. Ja. Ach hier, die Anzeige ist glaube ich auch neu, ne? Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die ist neu. Oder ich habe halt vorher noch nie drauf geachtet. Gut. Haben wir uns das U-Boot auch mal wieder angeguckt. Notfallluke. Kann man die öffnen? Lindemann, mach schön hier Fudi-Fudi, ne? Den Jungs soll es allen gut schmecken hier auf unserem Boot. Aha, besser Wolf. Eine schöne Frau, die du da hast. Ah, und TD ist da. Was steht so in der Zeitung? Adler, der beste Kommandant. Aller Zeiten? Ich hoffe doch. So, dann lasst uns die Jungs mal ausruhen. Beziehungsweise wir lassen die Jungs mal ausruhen. Ja, Freunde, ich habe heute echt Sprachblockaden. Das kommt von der Frühschicht, ey. Da arbeitet mein Hirn auch nur noch mit 50%. So, wen haben wir denn hier oben noch alle stehen? Den Captain Kalle. Den, aha, den müssen wir auch nochmal umändern. XXX, das könnte der René sein. Zölli 112, genau. Dann müssen wir nochmal kurz den René umarbeiten. Da ist nämlich anscheinend auch noch ein Leerzeichen da drin. Ne? Da, ja. René XXX hat auch noch ein Leerzeichen. Das ändern wir natürlich auch. Soll ja auch hier jeder wirklich seinen Namen lesen können. So. Das mit dem Schnee und so, das haben sie schön gemacht. Ich hoffe wirklich, dass... Ich glaube es... Oh, guck mal, hier ist sogar eine richtige Landungsbrücke. Cool. Die war vorher auch noch nicht da. Die war vorher auch nicht da. So, die Fahne können wir schon mal reinholen. Ja, jetzt passt. René XXX passt. Gut. Dann würde ich sagen, Freunde, wir bleiben auch mal hier draußen an der frischen Luft. Ach, ist das wieder schön hier auf dem offenen Meer zu sein. Da fühlt der Adler sich zu Hause. Gut. Dann würde ich sagen, Adler, du könntest mal hier ein bisschen beobachten. Kriegst noch zwei Leute dazu. Es ist ja, wie gesagt, noch Anfang des Krieges. 41, da ist noch alles auf unserer Seite. Da brauchen wir noch keine großen Ängste haben. Und können jetzt hier erstmal wirklich über Wasser fahren. So, wir brauchen auf jeden Fall... Ah, halbe Fahrt reicht uns. Sonst haben wir so einen hohen Spritverbrauch.
Gerade bei den aktuellen Spritpreisen, ne? Wollen wir das natürlich nicht. Was ist das da? Ach, ein Leuchtturm. Also die Häfen haben sie schon hier wirklich gemacht. Also das mit der Landungsbrücke, das war sonst auch nicht so. Ja, jetzt ist natürlich alles zu. Und wir sind sonst auch ein bisschen weiter vorne gestartet. Ich bin dann echt mal gespannt, wie sie das mit den U-Boot-Bunkern gemacht haben. Da bin ich wirklich mal gespannt drauf. So. Ah, jetzt können wir auch. Jetzt können wir hier auch komplett vorspulen. Weil vielleicht schaffen wir die zweite Mission dann auch noch. Wir sind jetzt erst bei 15 Minuten. Wisst ihr ja, so eine U-Boot-Folge ist bei mir meistens, ja, so um die Stunde rum. Halbe Stunde, Stunde oder Dreiviertelstunde, Stunde. Ich will es auch nicht immer zu lang machen. Oh, ein Funktelegramm. Früher war das immer hier oben. Deswegen bin ich gerade hier so ein bisschen. Es folgen weitere Peilmeldungen. Wir werden die Position stetig melden, solange eine Übertragung möglich ist. Okay, Konvoi in Sicht. Alles klar, okay. Ach, hier. Von ihm war das. Ach, das haben sie auch cool gemacht. Dass du jetzt auch wirklich siehst, von wem der Funkspruch kam. Sehr, sehr cool. Also man sieht's. Also es ist immer stetig eine Verbesserung. Was sie leider immer noch nicht reingemacht haben, was mich immer noch nach wie vor stört, ist die Tatsache, dass die Torpedoluken bzw. die Mündungsklappen hier immer noch nicht historisch korrekt aufgehen. Die werden immer noch nach hinten weggezogen. Ihr wisst ja, bei den deutschen U-Booten war es wirklich so, dass sie hier hinten, ihr seht ja hier wirklich die Kante, hoppla, ja, hier die Kante von der Mündungsklappe, die ist hier hinten nach innen aufgegangen. Wirklich einfach so nach innen aufgegangen und dann ist dann der Torpedo ganz normal rausgegangen. Und was ich halt auch so ein bisschen schade finde, ist, dass man, okay, das habe ich jetzt noch nicht getestet, vielleicht geht es ja mittlerweile, dass man die Mündungsklappen nicht vorher öffnen kann. Dass man das Rohr nicht vorher richtig fluten kann. Ah, das gefällt mir so gut, dass das Bild jetzt so scharf ist. Wirklich. So. Dann gucken wir mal weiter. So. Wir sollen unentdeckt bleiben. Ich würde sagen, dann gehen wir hier so vor der Küste. So. Sehen wir die Küste schon? Nee. Dann würde ich nämlich sagen, ah, doch so ein bisschen, oder? So ein bisschen, ich sag mal, Eis in Anführungszeichen sieht man jetzt zumindest hier am ich weiß nicht, ist es das UZO? Ich glaube schon. Ja. Dann machen wir mal das Fernglas raus. Wie war denn nochmal Fernglas? Ich glaube B. Ja, doch, da sieht man es auch. Okay, sehr schön. Scheinwerfer mal anmachen. Ich bin so klein. Schön. Schön, schön, schön. Ach, es ist wieder richtig schön, hier auf dem U-Boot zu sein, wirklich. Ich fühle mich wie zu Hause. Ah, das schöne MGC-30. Alles noch niegelnagelneu an unserem U-Boot. Ah, es wird dunkel. Das haben sie auch gemacht. Das finde ich auch sehr schön, dass man jetzt hier halt auch wirklich immer lesen kann, was der Vorteil und Nachteil von den verschiedenen Lichtern ist. Wir haben jetzt hier den Vorteil bei dem Rotlicht. Na, ihr seht es ja, Rotlicht. Diese Beleuchtung wird bei Nacht und bei dunklem Wetter verwendet. Rotes Licht macht es den Augen leichter, sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Effekt Sichtweite bei dunklem Wetter plus 15%. Und der Bildschirm erscheint in dunkler Umgebung heller. Also, machen wir mal Rotlicht an. Ich dachte schon, jetzt gehst du runter und machst das Rotlicht an. Weil ihr seht es schon, wenn man jetzt natürlich hier oben steht und die Luke offen hält, dann blendet das schon extrem. Das haben sie geil umgesetzt. Das haben sie wirklich cool umgesetzt. Jetzt warten wir mal. Jawohl, Rotlicht da. Na gut, dass es jetzt hier immer noch so hell leuchtet, ja, das finde ich nicht ganz so gut. Ach, ist das schön, Freunde. Schöne Meerluft. Ha, herrlich. So, aber das mit dem Zittern hier, das haben sie immer noch nicht gefixt. So, jetzt stürzt uns doch nicht mehr. Gut, dann lassen wir den Adler mal hier oben. Oh, aber das haben sie hier mega nachbearbeitet, hä? Das Rotlicht. Gut, es kann jetzt natürlich an meinen Grafikeinstellungen sein, aber es wirkt schon sehr satt. Das war vorher nicht ganz so der Fall, wenn ich mich noch so recht entsinne. Ah ja, der Harry ist auch endlich mal am Arbeiten. Das U-Boot bewegt sich mittlerweile auch realistischer durchs Wasser. Es ist nicht mehr ganz so statisch.
Gefällt mir gut. Bin mal gespannt, wie es sich beim Tauchen verhält. Das werden wir ja gleich testen. Ich würde noch sagen, wir fahren noch ein Tickchen weiter vor. Wir sind doch noch sehr weit draußen. Sind noch ungefähr 26 Kilometer. Ich würde sagen, hier so ab dem Punkt werden wir tauchen. Weil wir sollen ja wirklich tatsächlich... Wir sollen ja tatsächlich unentdeckt reinkommen. So, meine Damen und Herren. Dann würde ich sagen, in diesem Jahr unser erster oder unser erstes Tauchmanöver. Also, alle Mann auf Tauchstation. Auf Seerohrtiefe gehen. Ach, schade. Ich wollte selber reingehen. Ich wollte auch selber reingehen. So, Freunde. Dann alle auf ihre Posten. Wo sind denn die Jungs hier an der... Jawohl. Berserkerwolf, das muss schneller gehen. Harry, schneller, komm. Hopp, 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 hopp. Bunter Schuh. Auf geht's. So, wir gucken mal, wie sich das U-Boot verhält. Ah, ich glaube, das wird immer noch zu gleichmäßig geflutet. Das ist immer noch so eine Sache, die ich bei U-Boot nicht ganz so schön finde. Obwohl, Obwohl, nee, das ist schon besser geworden. Wechseln auf E-Motor. Auf Seerohrtiefe. Wir müssen halt bedenken, ne? Wir haben halt noch alles nicht wirklich ausgebaut. Vielleicht waren wir jetzt auch schon wieder zu früh untergetaucht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. So, jetzt fahren wir mal in den Hafen rein. Sieht aber alles gut aus. Ah, Sauerstoff reicht uns für 8 Stunden. Batteriekapazität ist auch bei 7 Stunden. Also das passt alles. Finden Sie das Schiff SS Alk. Oder SS Alk. Aber es ist, müsste ja eigentlich ein britisches Schiff sein, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Falls ihr so im Hintergrund so ein bisschen was quietschen, das ist mein Schuh. Ist nicht mein Schuh, mein Stuhl. So. Das wäre es ja noch, wenn mein Schuh quietschen würde. So, Adler ist schon mal im Periskop. Sehr schön. So, da ist der Hafen. Okay. So, Hafen von Vigo. Wir versuchen jetzt mal... Ah ja, die Sicht wollte ich wieder umstellen. Wie war denn das? Ich glaube, das war so hier, ne? Ah, okay. Das haben sie cool gemacht. Ne, sonst hat es ja wirklich, ich sag mal einfach nur, dass es dann auf einmal ein schwarzes Bild war. Achso, stimmt, wir hatten sonst immer das. Ne, ich würde tatsächlich das wieder nehmen. Das hat mir mal am besten gefallen. Hier sieht man jetzt, das haben sie auch neu gemacht. Also, man hat das vorher schon gehabt, aber, ja, hier das Periskop selbst so klar dargestellt war vorher nicht. Aber das finde ich cool, ne? Man hat hier so wirklich so ein bisschen Eiseffekt. Oh, ich höre auch das Periskop richtig schön. Cool. Okay. Können wir noch das Periskop ein bisschen weiter höher fahren? Ich will es auch nicht zu hoch fahren, aber ich würde halt gerne mal so ein bisschen über die Keilmauer gucken. Das freut mich. Das freut mich sehr. Nee, ich sehe aber noch kein Schiff. Da eventuell. Ich würde das Periskop auch wieder ein bisschen weiter runterfahren. Nicht, dass das Periskop entdeckt wird. Ich habe auch den Rammschaden wieder drin, Freunde. Also wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht irgendwo vordotzen. Der Diensten der Marine hat Tradition in meiner Familie. Das freut mich. Ja, Freunde, habt ihr schon das Schiff entdeckt? Ich habe noch keins gesehen. Da ist ein schöner Leuchtturm. Kann ich denn hier auch die Zeit so ein bisschen vorspulen? Ja, kann ich. So, jetzt gucken wir nochmal. Jetzt sind wir hier nämlich im Hafen. Hier.
SS Olk. Aber warum ist dann das jetzt ein deutsches Schiff? So, jetzt ist die Frage, was müssen wir denn machen? Wir sollen ihn befreien, aber wie befreien wir den denn? Wie sollen wir uns denn unentdeckt, sollen wir neben den dann auftauchen? Müssen wir ja eigentlich, oder? Okay, dann berechnen wir mal, da machen wir mal den Kurs dahin. Was liegt da noch für ein Schiff? Das werden wir uns gleich mal angucken. Ich würde sagen, Kollege, wir versuchen das mal so realistisch wie möglich hinzubiegen. So. Schwung ein bisschen vor. Bleiben Sie unentdeckt, habe ich. Befehl abgeschlossen, okay. Ah ja. Nehmen Sie den Kommandeur an Bord. Aber wie? Soll ich jetzt auftauchen? Fragezeichen. Müssen wir ja. Müssen wir ja. Na gut, in dem Hafen dürfte uns ja auch nichts passieren, ne? Die Spanier waren ja auf unserer Seite. Deswegen, sollte das eigentlich alles funktionieren. So, jetzt gucken wir mal, ob der Kollege hier auch wirklich einlenkt. Wie gesagt, ne? Die Jungs sind hier noch nicht. Wie kann ich denn nochmal hier die Kamera drehen? Die Jungs sind nämlich noch nicht wirklich eingespielt. Die sind alle wirklich wieder auf Level 1. Da muss ich mich natürlich auch erstmal wieder dran gewöhnen. So, normalerweise müsste er jetzt das Ruder hart Steuerbord nehmen. Ja. Was er auch tut, aber wir kommen zu nah an die Kaimauer. Uiuiuiuiuiuiui. Dass wir hier direkt unser U-Boot gleich am ersten Einsatz beschädigen. Was sollen wir denn da dem BDU sagen? Ja, sorry, da war eine Keilmauer im Weg. Schneller, schneller! So. Und jetzt hart Steuerbord, bitte. Ach, ich bin auch in der. Ach, ich bin im Kartenmodus drin, deswegen. Okay, jetzt macht's Sinn. Jetzt macht das Ganze Sinn, Freunde. Aber ich glaube wirklich tatsächlich, dass wir neben dem... Oh, das ist aber auch neu hier. Mit diesem Markieren. Dass wir tatsächlich wirklich neben dem Boot... neben dem Schiff auftauchen sollen. Es gefällt mir so gut, dass das Bild jetzt so scharf ist. Wirklich. Das hat mich so massiv gestört, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dreh das Bötchen, dreh das Boot. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir gleich an die Kaimauer dotzen. Entschuldigung. Ich sehe sie aber hier im Wasser noch nicht so wirklich. Viel Platz haben wir, glaube ich, nicht mehr. Komm, dreh. Ich glaube, hier ist unser Bug ungefähr. Hier müsste unser Bug sein. Ich will auch nicht vorspulen. Hab ein bisschen Angst. Ich doch nie wieder raus.
Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir werden hier nie wieder ausparken können. Das geht da hinten los, Freunde. Ich sag's euch. Wir machen mal den Motor aus. Uiuiuiui, wir sind ein bisschen nah an dem, an dem guten Schiff dran. Leichte Fahrt zurück. Okay. Schneller, schneller! Ich weiß nicht, kann ich jetzt hier auftauchen? Ich glaube, wir sind zu breit, ne? Alter Verwalter, ah, was, warum drehst du denn jetzt? Naja, gut. An sich ist es realistisch, ne? Das Wasser drückt uns an die Bande ran. Aber wir haben noch Platz. Nein, wir haben keinen Platz mehr. Tanks anblasen. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Nie wieder. Au. So, interagieren. Okay. Kontaktieren Sie den Kapitän des internierten Schiffes. Entsenden Sie eine Delegation auf das Schiff. Das werden wir tun. Okay, dann würde ich sagen, der Blitzi bleibt mal drauf. Der Harry. Der Luca. Au. Shit. Nicht gut. So, und fortsetzen. So, bitte warten Sie, bis die Delegation eingetroffen ist. Ja, ich glaube, wir müssen mal verlassen. Nicht, dass unser Boot wirklich... Der Kapitän des Handelsschiffs unterstützt Sie beim Betreten des Decks und salutiert vor Ihnen. Das ist schon mal sehr freundlich von ihm. Fragen Sie nach Kommandore Fritz Krämer. Der Kapitän nickt stumm. Ah ja, Kommandore Fritz Krämer erscheint und salutiert vor Ihnen. Es freut... Was? Es freut mich, Sie kennenzulernen, Kommandore. Bitte folgen Sie uns. So, alle wieder da. Ja, aber das Boot hat an sich, glaube ich, noch keine großen Schäden genommen. Es ist alles noch Taco. Jetzt ist die Frage, versuchen wir jetzt hier an dem Schiff vorbeizufahren, was natürlich ganz böse nach hinten losgehen kann? Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Ich komme hier nie wieder raus. Eieieiei, wie wollen wir denn das dem BDU erklären? So, als erstes machen wir, nee, hier, genau, erstmal die den Dieselkompressor an, weil unsere Druckluft auf 70% ist. Die Lenzpumpe machen wir vorsichtshalber mal an. Wir machen mal beides an. Weil es kann uns jetzt passieren, wenn wir jetzt hier so links an dem Ding vorbeifahren. Schneller, schneller! Dass wir den Guten eventuell rammen. Oh, Freunde, ey, das geht so nach hinten los. Komm. Dreh bitte. Oh, das ist ganz eng. Bitte ramm nicht. Nicht ramm. Eieiei. Wir haben einen Wassereinbruch. Entschuldigung, das war nicht meine Absicht. Aber ich musste irgendwas machen. Es tut mir leid. Also ihr merkt, der Rammschaden funktioniert. Blitzi, ich habe gehört, wir haben Wassereinbrüche. Die müssen wir natürlich erstmal reparieren. Bestätigt.
So, dann haben wir noch den Harry. Harry kann das gar nicht, oder? Aber das mit den Sirenen ist auch geil gemacht. Das war vorher, glaube ich, auch nicht, oder? Entschuldigung. So, jetzt haben wir ein bisschen von der Keilmauer weg und dann können wir voll reindrehen. Und dann sollte eigentlich auch alles in Ordnung sein. Jawohl. Naja, so wird halt die Mannschaft gleich mal ein bisschen. Ja, sie müssen aber zeigen, was sie können, ne? Ja, wie gesagt, ne, wie erklären wir das dem BDU? Dass wir hier, ja, wie soll ich sagen, direkt an der ersten Mission unser Boot beschädigt haben. Und dann noch nicht mal an dem Feind, sondern an der Keilmauer. Ja, das ist nicht schön. Herrlich. Bitte sag das nicht weiter. Gut, jetzt können wir aber wieder Gas geben. So, das ist repariert. Haben wir noch eine Beschädigung? Ja, hier ist noch was kaputt. Sehr wohl, Herr Kaloy. Und. Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Das auch reparieren. Und dann müsste das Boot eigentlich wieder absolut Taco sein, ne? Ja. Okay. So, jetzt müssen wir aber echt aufpassen hier. Eieieiei. Aber es ist keiner verletzt, oder? Ich hoffe nicht. Wir hatten, glaube ich, nur noch Schäden. Ist keiner vom Bord gefallen oder sowas? Können wir, glaube ich, mal nachgucken. 18 von 18, 5 von 5, passt. Gut. Alle an Bord. Ja, Entschuldigung, unser Team ist halt noch nicht komplett eingespielt, ne? Da passieren halt auch mal Fehler. Der jetzt wegen uns im RAM untergeht? Nee, alles gut. Aber er ist in Alarmbereitschaft. Okay, so, dann machen wir das Ruder mittschiffs. Jawohl, Gerät ist repariert. Dazu noch Blitzi fertig sein, dann haben wir alles. Dann haben wir alles. Jawohl. Schön. Danke Blitzi. Weniger Ersatzteile. Okay. Das ist ja kein Problem. Das können wir ja zu Hause wiederholen. Oh. Ja, es gefällt mir, wie das Boot hier durch das Wasser kämpft. Gut, dann einmal wieder zurück. Das war schon unsere Aufgabe. Die war ja wirklich jetzt tatsächlich sehr einfach. Ich gucke mal auf die Zeit. 38 Minuten. Also eine kleine Aufgabe werden wir auf jeden Fall noch machen. Achso, halt. Hä, wo müssen wir denn hin? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Nach La Rochelle. So. Den Dieselkompressor können wir wieder ausmachen. Die Lenzpumpen können wir auch. Ah, sie sind schon wieder aus. Okay. So, dann passt das alles. Dann würde ich trotzdem mal auf blaues Licht umschalten. Weil wir ja jetzt eh wieder vorspulen. So. Okay, das haben wir, Freunde. Das haben wir. Ah,
Ah, kann schon mal wieder ein bisschen. Oh. Herr Kommandant, unser Nachrichtendienst hat uns informiert, dass er eine undichte Stelle bei den örtlichen Behörden im Hafen von Vigo gab. Moment, warte mal. Dass es eine undichte Stelle bei den örtlichen Behörden im Hafen von Vigo gab und die Briten seit einigen Tagen von ihrem Einsatz Kenntnis haben. Es ist möglich, dass sie Kriegsschiffe oder Flugzeuge entsandt haben, um ihr U-Boot auf ihrem voraussichtlichen Rückmarsch abzufangen. Bleiben Sie wachsam. Na, siehst du an. Dann wird es ja jetzt doch noch interessant, Freunde. Okay. Gut zu wissen. Danke, BDU. Dass ihr uns so unterstützt. Okay, dann würde ich hier Adler erstmal wieder zwei Matrosen zuweisen, damit wir hier wirklich den Vorteil haben, falls da sich jetzt wirklich was nähern sollte, dass wir schnellstmöglich auf Tauchstation gehen können. Also so Fehler wie jetzt im Hafen dürfen uns jetzt definitiv nicht mehr passieren. Ich lasse mal die Geschwindigkeit. So, nicht zu viel. Beim Vorspulen echt ein bisschen Angst, ey. Ich weiß halt nicht, ob wir tauchen sollten. Oh, Zeit für eine Pause ist jetzt eigentlich nicht gerade vorteilhaft. Oh. Oh! Hä? Da war doch eine kleine Gruppe, oder nicht? Sind wir irgendwie durchgefahren. Jo, haben sie uns doch nicht gekriegt. Doch, kleine Gruppe, 2 von 4 Schiffen. Das könnten sie natürlich sein. Dann gehen wir mal auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Ja, da ist auch. Da ist auch Qualm am Horizont. Also, das sind definitiv keine deutschen U-Boote. Das scheint mir auch tatsächlich, dass die auf uns drauf fahren. Oh, yes. Oha. Ein britischer Zerstörer. Das ist eigentlich eher ein amerikanischer. Das ist eine Clemson. Würde ich sagen. Und wir hatten noch was. Okay. Ja, die suchen uns. Die suchen uns. Dann werden wir den mal natürlich mal ordentlich noch eine reindrücken. Ach, das hätte ich nicht machen dürfen. Obwohl, es ist nur 41. Ich glaube nicht, dass sie uns. Naja, wir werden es gleich sehen. Okay. So, Luca, du musst aber jetzt an. Jawohl. Die Akustik. Adler, du kriegst dazu. Einen dazu. Ich glaube, der zweite macht überhaupt keinen Sinn, ne? Na egal. So, und dann werden wir uns mal angucken. Wo ist denn der Kollege hin hier? Langsame Fahrt, ganz wichtig. Freunde, es wird ernst. Wir müssen erstmal herausfinden, um was es für ein Schiff sich handelt. Ich weiß, es hat sich gerade ganz merkwürdig angehört. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist er. Eine Caldwell-Klasse. Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Okay. Die ist aber neu. Die war vorher auch noch nicht drin. So. Harry, sieh ja zu, dass die Torpedos warm sind.
Will man nach vorne gucken? Jawohl, Harry ist gerade dran, das passt. Einer ist auch noch warm. Perfekt. Okay. Oh, das sind drei. Da ist noch einer. So, gucken wir mal rein, ob jeder seine Arbeit so macht, wie er soll. Wer bist du denn? Ach, das ist der Dings. Ja. Alles gut. Das ist der Kollege, den wir... Ach, guck mal, das haben sie aber jetzt cool gemacht. Das war das, was mich bei U-Boot auch immer so ein bisschen gestört hatte. Dass die Leute halt wirklich einfach, ja, doof da rumstanden. Aber jetzt ist hier wirklich jeder auf seiner Position. So. Konnten wir nicht... Jetzt muss ich überlegen, konnten wir bei U-Boot die Torpedotiefe einstellen? Ich glaube schon, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob er uns geortet hat. Er macht mir nicht den Eindruck, als wüsste er, dass wir hier sind. Schiffsschrauben, Herr Kaloy. Oh, Flugzeuge auch? Okay, Freunde. Also wird es wahrscheinlich doch nur die eine Folge heute werden. Also, ne, wir werden die andere Mission dann in der nächsten Folge machen. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall noch versuchen, hier die Schiffe rauszuholen. Ja, es dauert natürlich jetzt alles deutlich länger als sonst. Weil wir natürlich vom Level her nicht so hoch sind. Hier ist eine kleine Korvette. Hier ist noch eine. Drei Schiffe. Ist auf jeden Fall machbar. So, und dann würde ich sagen... Der Train, genau. Train, du gehst an das andere Periskop. Und versuchst schon mal... Ja. Du gehst schon mal an das andere Periskop. Und versuchst schon mal das zweite Schiff dann. Wir müssen ein bisschen schneller fahren. Sonst fahren die uns nämlich davon. Was sieht's mit dem aus hier oben? Torpedokurs berechnen. 17% ist halt nichts, ne? Sau schnell das Ding. Das ist auf jeden Fall ein sehr alter Zerstörer. Würde mal sagen, sogar noch einer aus dem Ersten Weltkrieg. Also da brauchen wir so viel Angst nicht vor haben. Aber wir brauchen trotzdem die 50%. Sonst wird das nichts. Ich glaube auch noch nicht, dass die uns wirklich gut orten können. Weil wir, wie gesagt, noch 41 sind. In 41. So. Ich würde trotzdem mal... Bewässern. Ah ja, genau, hier. Ja, auf einen Meter Höhe. Und Feuer. Los! Wir hauen einfach mal einen raus. Könnte was werden. Wir werden uns den Kurs auch nochmal verändern. Das sieht gar nicht verkehrt aus, Freunde. Kann man nicht mehr die Dings hier anschauen, die Torpedos? Gibt es keine Torpedo? Kamera mehr? Ah, dreht ein bisschen raus. Könnte daneben gehen. Weil er den Torpedo jetzt gesehen hat. Er bremst auch ab. Also die KI verhält sich auf jeden Fall deutlich realistischer wie damals. Na, er bremst raus. Aber er kommt, glaube ich, nicht raus.
Ja, das war klar. Schade. Der hätte gesessen, der wäre ja auch schön unter den Turm eingeschlagen. Ach, wie war denn das nochmal? Hier so. Geschützte Stelle. Ah, okay. Rohr 3 bewässert. Das zeigen sie jetzt auch an. Sehr gut. Feuer. Los. Weiter raus? Ja. Schade, ich wollte jetzt nochmal gucken. Ah, ist jetzt aber ein sehr bescheidener Winkel. Er haut jetzt ab. Er haut jetzt ab. Das wird nichts. Ja, das wird nichts. Nein. 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. Nee, nee, das wird nichts. Versuchen wir den Kollegen hier nochmal. 30 Sekunden. Sehr wohl, Herr Kaloy. Kapitän. Torpedo ausrichten. 20 Sekunden. Ja, das passt. Hey, die Jungs will ich haben. Die Jungs will ich haben. Schade, dass der ein Versager war. Der hätte richtig... Ah, jetzt dreht er auch wieder ab. Das wird, glaube ich, generell nichts mehr. Die werden abhauen. Rohr 1 geladen. Wohl, er tritt wieder rein. Ich würde tatsächlich mal auf langsame Fahrt runtergehen. Auf kleine Fahrt, Entschuldigung. Was macht denn der Blitzi? Warum repariert der Blitzi? Was ist denn kaputt? So, okay. Ja, 90%. Er steht wieder gut zu uns. Er steht wirklich tatsächlich wieder gut zu uns. Die machen das gut. Ne, die fahren jetzt zicke-zacke. Ist natürlich für uns unfassbar schwer, dann herauszufinden oder beziehungsweise vorauszusehen, wie das Schiff fährt. So, mal gucken. Schauen wir mal. Er ist halt weit weg. Er ist halt wirklich weit weg. Oh, nicht, dass er... Nee. Das wird nichts. Der Torpedo ist auf halbem Weg zum Ziel. Nee, nee, das war nichts. Okay, Harry lädt gerade den zweiten nach. Ich gehe mal von aus, ja, eins ist bereit, aber eins ist nicht warm. Okay. Schauen wir jetzt nochmal. Wo uns hier eventuell anders positionieren können. Vielleicht die kleinen uns da rausholen. Die sind halt verdammt schnell. Aber ich muss sagen, es ist deutlich, deutlich schwieriger. Gut, wie gesagt, unsere Mannschaft ist halt jetzt auch nicht... Die ist auch nicht eingearbeitet. Also wir sind halt wirklich noch alle Jungspunds hier auf dem Boot. Okay. Schussentfernung 3,9 Kilometer. Kurs
Sehr wohl, Herr Kaloy. Schneller, schneller! Versuchen es jetzt noch einmal. Ich würde sie schon gerne irgendwie anlocken. Ah, er fährt, aber er dreht wieder. Bestätigt. Jawohl. Zumindest den einen großen hier. Den würde ich halt schon gerne haben. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ei, ei, Herr Kaloy. Ja, der Winkel ist kacke. Der Winkel ist kacke. Wir müssen warten, bis der wieder umswitcht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Jetzt fährt er vor uns weg. Und jetzt dreht er. Sehr wohl, Herr Kaloy. So. Harry, du machst bitte mal Rohr 1 klar. In der Zeit, wie der dreht. Sehr wohl, Herr Kaloy. Okay. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Freunde. Das ist auch neu, ne? Das hatten sie vorher auch nicht gemacht. Okay. Jetzt will ich aber trotzdem mal gucken. Und Feuer. Ja, das ist halt, das ist Blödsinn. Ne, also das ist echt Blödsinn. So, komm schon, jetzt aber. Bremst schon wieder ab, der Kollege. Der bremst schon wieder ab. Der Torpedo. Ah! Mist. Aber er weiß jetzt, ja, er hat Alarm geschlagen. Harry, den zweiten. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. Jetzt weiß er, wo wir sind. Jetzt wird's ernst, Freunde. Jetzt wird's ernst. Ja. So, volle Fahrt zurück. Einmal hart Steuerbord. Ja, das war ein bisschen zu viel. Kurs setzen. Jawohl. Mal so ausrichten, dass wir wirklich den Torpedo dann direkt benutzen können. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Rohr 2, bewässern. Ja, bewässer das Ding. Und dann schauen wir mal. Und Feuer. Los! 40 Sekunden bis Torpedo einschlagen. So, der muss jetzt treffen, sonst haben wir echt ein Problem. Der muss jetzt treffen. Ah, er dreht schon wieder rein, er dreht schon wieder rein. Das wird nichts. Das wird nichts. 20 Sekunden. Mist. Mist. So, dann würde ich sagen, Harry, mach schnell den fünften Torpedo. Sonarwellen, Herr Kaloy. Der Aal ging daneben, Herr Kaloy. So, und wir fahren jetzt legen Sie den Kurs an. Jawohl. Vorwärts. Vorteil ist, es ist ein alter Zerstörer. Der ist nicht so schnell. Aber Harry braucht seine Zeit leider, bis der Torpedo warm ist. So, jetzt drehen wir nochmal nach links weg. Jawohl. Damit wir ihn schön auf der Breitseite haben. Komm schon. Es dreht.
Komm, dreh noch ein bisschen. Dreh noch ein bisschen, dreh noch ein bisschen, dreh noch ein bisschen. Jawohl, Harry ist fertig. Komm schon, komm schon, komm schon. Rohr 5 bewässert. Los! 40 Sekunden bis Torpedoeinschlag. 30 Sekunden. 20 Sekunden. Da ist er. Das sieht gut aus. Hoffentlich ist es kein Blindgänger. 10 Sekunden bis Einschlag. Jawohl! Schönes Ding! Oh, das haben sie aber auch schön. Das haben sie aber auch schön bearbeitet. Die Explosion. Die haben sie auch schön bearbeitet. Ja, der ist hinüber. Geil. Nee, so war das nicht. So müssen wir machen. Können wir uns das. Ah, der singt zu schnell. Der singt zu schnell. Ja, das war leider zu schnell. Aber er ist weg. Aber die KI hat sich wirklich gemacht, Freunde. Die hat sich wirklich gemacht. Ne, bremst ab bei Torpedos. Das hat sie anfangs auch nicht gemacht. So. Jetzt haben wir aber noch die anderen zwei an der Backe. Aber gegen die würde ich jetzt nicht kämpfen wollen. Da würde ich jetzt wirklich sagen, wir gehen mal auf Alarmtau. Das Ding runterfahren. Erstmal hier auf 0. Okay, Freunde. Einmal Alarm tauchen. Meter. Das sollte nämlich unser Vorteil sein. Das ist natürlich die Frage. Wir müssen erstmal einmal pingen, damit wir wissen. 20 Meter. 125 plus, okay. Damit wir wissen, wie tief es ist. Eigentlich haben wir das ja hier auch mal gesehen, ne? Oder? Ja. Das passt. So, und dann werden wir auch direkt sagen, nach La Rochelle. Ja, der Fürstin nimmt seinen Job ernst, ne? Der ist da wirklich am Putzen. Was sind die Tiefenruder? Ich dachte gerade, hä, das sieht irgendwie komisch aus, aber... Alles gut, das war ein Tiefenruder. Meter. Wir überprüfen das auch nochmal hier. Aber wie gesagt, das so nah, 41 war noch nicht so gut. Ach, ihr habt es gesehen. Die Reichweite, wir konnten wirklich sehr nah ranfahren, bis das Sonar da wirklich gewirkt hat. Also das haben sie geil umgesetzt. Das haben sie wirklich gut umgesetzt. Deswegen gehe ich jetzt auch davon aus, dass wir hier einfach abtauchen können und wegfahren können. Also ich glaube nicht, dass die da irgendwie in irgendeiner Art und Weise uns 90. groß bejagen können. Das kam alles erst später. Oh, ach guck mal da, ich habe sogar eine Taschenlampe, wie cool. Warum stehst du eigentlich hier, Harry? Warum hast du nicht die Torpedos fertig? Na gut, jetzt ist es eh egal. Die Tafel ist auch neu, ne? So, wie sieht's aus? Wir müssen halt echt aufpassen, dass uns der Sauerstoff nicht knapp wird. Alle so grimmig. 130. Und die Ansage, die passt jetzt auch. Das kann ich mich auch noch dran erinnern.
das hat ja sonst nie wirklich gepasst. Ne? Der hat 130 gesagt und wir waren erst bei 120 und sowas. Oder andersrum. Jawohl. Hundertfünfzig und das Boot auspendeln. Das müssten sie halt nochmal. Oh. Ich glaube, ich habe Schraubengeräusche gehört. Dass hier halt wirklich dann auch die Leute da auch richtig arbeiten, ne? Also, man sieht jetzt, die packen halt wirklich nur das Rad an, aber sie drehen nicht wirklich dran. Ich glaube, die sind über uns. Ich nehme mal das Taschenlampe hier an. Okay. Sind die zwei? Ne, sind noch weit entfernt von uns. Ich glaube auch nicht, dass die uns. Die haben keine Ahnung, wo wir sind. Die haben keine Ahnung, wo wir sind. Ja, ja. Okay, ich würde trotzdem noch ein Tickchen weiterfahren. Wir müssen halt aufpassen, dass unsere Mannschaft hier. Achso, ja, aber wir können jetzt schon mal. Das machen wir erstmal. Wir gehen auf jeden Fall mal ein bisschen höher. Sagen wir mal so auf 70 Meter. Ah, nee, seht ihr, der Bug ist immer noch drin. Ne? Wir haben jetzt hier auf 70 geklickt und er sagt 50. Gehen wir erstmal auf die 70 Meter hoch. Und dann sehen wir mal weiter. 140. Alles gut. 100. 80. So. Perfekt, Freunde. Ja, da war unsere Fahrt ja doch einigermaßen erfolgreich. Auch mit leichten Schäden. Okay. Hier ungefähr, würde ich sagen, tauchen wir auch wieder auf. So, wir spulen mal ein bisschen vor. Alarm abgebrochen. Sehr gut. Ja, speichere da nochmal. Was ist das hier? Ah, da kannst du denn die Leute zuweisen, oder? Mal gucken. Ja, aber irgendwie nur bei. Nur bei Train. Ich muss nochmal rausfinden, was das ist. Aber, bevor wir jetzt auftauchen, gehen wir natürlich erstmal auf Zero-Tiefe und bleiben da auch nochmal eine gewisse Zeit. Sicher, sicher. Da kann eigentlich der Train hin. Und wir werden auf Zero-Tiefe gehen. Auf Zero-Tiefe gehen. Und dann kann Harry erstmal in aller Ruhe die Torpedos nachladen. Aber wir werden natürlich direkt dem BDU melden, dass wir ziemlich viele Blindgänger hatten. 60. Eigentlich nur ein. Aber ärgerlich, ne? Also der wäre schön im Magazin eingeschlagen. Also gut, der ist ja jetzt so oder so fertig. Aber das hätte ihn dann natürlich auch direkt rausgenommen. Und wir hätten uns viele Torpedos gespart. Oh. Hier haben wir, ich weiß nicht, ob wir hier diese Flecken vorher schon hatten. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist wirklich eventuell durch unsere RAM-Aktion da entstanden.
Sind wir schon auf Seerohrtiefe? Ich glaube ja, ne? Ja. So, dann ab ans Periskop. Auf Seerohrtiefe. Zeig mal her. Aber der Wasserstand ist noch zu hoch. Ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er, jawohl. Ah, da ist was. Aber es ist noch weiter weg. Aber sie suchen uns. Die wollen Rache. Die wollen Rache, dass wir ihren Kollegen versenkt haben. Wir bleiben auf jeden Fall noch mal ein bisschen unter Wasser. Sicher ist sicher. Hauptsache unser halber Turm guckt raus. Auch gut. So, alles klar. Gut, dann fahren wir mal weiter. Schiffsschrauben, Herr Kalle. Ja, ja. Oh, Flugzeuge. Da werden wir uns aber auch noch nicht gegen anlegen. Aber der Typ scheint sehr, sehr wichtig zu sein. 10 Uhr. Alarm! Auf Gefechtsstation! Das Problem ist natürlich, dass so ein Flugzeug. Was ist es denn für eins? Können wir uns das mal angucken? Nicht gut. Dass so ein Flugzeug natürlich permanent unsere Position weitergibt, ne? Und ihr wisst, wir hatten das schon mal getestet. Dabei ist der Raptor draufgegangen. Das ist sehr gefährlich, gegen so ein Flugzeug zu arbeiten. Jetzt ist die Frage, ob er uns angreift oder ob er einfach nur drüber fliegt. Ob er uns überhaupt gesehen hat, weil eigentlich kann er uns sehen, ne? Wenn ihr so guckt. Und aus höherer Distanz erkennt man das sogar noch besser. Ich habe da mal wirklich Bilder gesehen. Aber er scheint uns nicht bemerkt zu haben. Aber da ist schon wieder ein Flugzeug. Nicht, dass hier der Flugzeugträger eventuell ist. Okay, ist auch weggeflogen. Sehr schön, Harry. Das will ich hören. Wir haben immer noch 200 Kilometer, ey. Ich fühle mich so ein bisschen wie die Bismarck. Ich fühle mich wirklich so ein bisschen wie die Bismarck. Hier, die fahren auch als hinter uns her. Geladen. Wir müssen aber jetzt auftauchen, Freunde. Es hilft alles nichts. Unsere Batterien machen schlapp. Tanks anblasen. Unsere Batterien machen schlapp. Aber dann werde ich direkt, die Flak besetzen, dass wir da ja keine Überraschung kriegen. Das könnte eigentlich der Train machen. Komm da rauf. Tauch auf, mein Schatz. Wechseln auf Dieselmotor. Ah, da hinten sind sie. Und jetzt Vollgas. Wir müssen hier weg. Und zwar schnellstmöglich. Blitzi, sei mir nicht böse, aber du kannst jetzt keinen Schlaf machen. Du musst an die Dieselmotoren. Wir müssen hier weg. Du kriegst noch zwei dazu, dass wir äußerste Fahrt machen können. Und das hat man wirklich nur im größten Notfall gemacht, ne? Äußerste Fahrt. Weil der Verschleiß von den Motoren so hoch war, dass dir ganz schnell da ein Kolbenfresser passieren konnte. Also das war wirklich... nur für den größten Notfall gedacht. So, Train, du gehst an die Flak, bitte. Ich will hier keine Überraschung haben.
Luca, du gehst ans Funkgerät. Und wir senden erstmal das Telegramm. Rohr 4 geladen. Rohr 5 geladen. Zeit für das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, wir haben es geschafft, Freunde. Wurde doch spannender, als ich dachte. Warum fährt er denn jetzt so zickezacke? Da passt was noch nicht mit dem. Wir müssen hier aufpassen, dass der jetzt hier nicht gegen die Bande fährt. Jawohl. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Freunde. Gott sei Dank. Heil und gesund nach Hause gekommen. Oh. Oh, nee, 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 nee. Entschuldigung. Aber schön, dass man das sagen kann. Sehr cool. Das haben sie cool gemacht. Das finde ich wirklich cool. Das wollte ich eigentlich mal. So. Wo ist denn da? Adler. Nee, nee. Die paar Meter fahren wir jetzt noch selber. Die paar Meter fahren wir jetzt noch selbst. So. Adrian, du könntest jetzt eigentlich auch wieder an den Kartentisch. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Ein bisschen chaotisch, aber wir haben es geschafft. So, stellen wir uns auch mal hier oben drauf. So, so steht sie schön. Und dann, ach, wir können gar nicht vorspulen. Schade. Ah, hau doch gleich wieder ab. Ja, dann leg dich hin, komm. Ei. Also das mit dem Lenken, das funktioniert irgendwie gar nicht. Mein Seemann ist ertrunken. Jawohl. Jetzt haben wir auch noch... Moment. Er hat auch automatisch gespeichert. Da laden wir nochmal kurz. So. Ach, wir sind noch hier hinten. Okay. Gut. Ja, dann fahren wir mal kurz und dann... Dann wissen wir da auf jeden Fall Bescheid. Ärgerlich auf jeden Fall. Sehr ärgerlich. Ja, fährt immer noch hinter uns her. Wir könnten aber schon mal auf... Ach, sind wir schon. Okay. Sind wir auf 40 Meter. Bleiben so lange, wie es die Batterien zulassen, unter Wasser. Ja, sie geben nicht auf, ne? Rohr 1 geladen. Sehr schön. Tauchen auf 50 Meter. Rohr 2 geladen. Rohr 3 geladen. Gut. Anblasen! Wechseln auf Dieselmotor. Rohr 4 geladen. So. Rohr 5 geladen. Zeit für eine Pause. So, wir haben es geschafft, Freunde. Jetzt
jetzt gleich der Button kommen sollte, dann werden wir auch... Ach ja, der Luca muss noch an das Funkgerät. Damit wir noch die zwei Sachen wegschicken können. Wenn dann der Button da oben kommt, dann werden wir da auch drauf drücken. Obwohl es mich eigentlich schon reizen würde, selber da reinzufahren. Dürfen wir halt nicht so schnell vorspulen. Da müssen wir es halt wirklich selber machen. Ich hoffe, das ist ein Flugzeug von uns. Ich sehe es noch nicht. Hören tue ich es, aber ich sehe es nicht. Merkwürdig. So, drücken wir mal drauf. Ein Tag später. Hafen von La Rochelle, 21. Januar 1941. Ach, guck mal, da stehen ja jetzt sogar welche, die uns salutieren. Das ist auch neu. Das war vorher sonst auch nicht so. Das haben sie so ein bisschen von Silent Hunter abgekupfert. Silent Hunter hatte das nämlich auch mal drin, ne? Ach, guck mal, da, wie schön, ne? Hier durchs Licht fahren, das ist geil gemacht. Das ist wirklich geil. So, erhältliche Punkte für die nächste Auszeichnung. Harry, 3 von 10. Sehr schön. Trainleader, 5 von 10. Jawohl, erhält eine neue Auszeichnung. Eisernes Kreuz, 2. Klasse. Mission der Kampagne abgeschlossen. Sehr schön. Die Operation war ein großer Erfolg. Die Familie von Commodore Krämer ist nach Monaten der Abwesenheit wieder mit ihm vereint. Commodore Krämer selbst spricht über sie mit Hochachtung. Es scheint, dass sie einen hochrangigen Verbündeten gewonnen haben. Sehr geil. So. Eine Town-Klasse Zerstörer versenkt. Okay. Das haben wir. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, das soll es erstmal gewesen sein. Alles jetzt im Hintergrund, ne, die Sachen in den Urlaub schicken und sowas, das bereite ich jetzt schon mal vor, dass wir dann in der nächsten Folge auch wieder direkt auslaufen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Meinung unten in die Kommentare und ich denke, dass darauf den Freitag, also nächste Woche Freitag, die nächste Folge kommen wird. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!